Yo Leute, hier ist wieder Rex Max. Und diesmal, ja, wieder mal ein guter Bekannter dabei. Hallo. Schinken May, nein, Mr. Bean ist da. Ich weiß nicht, wer da ist. Ich bin Mr. Typ, der Magical hat, ja. Bin ja so fies. Ach egal, hatte. Ja, Leute, ich habe mich was entschieden. Ich werde es noch dreimal mit drei Digimon oder es kommt darauf an. Mit drei Digimon werde ich es noch durchspielen, auf alle Fälle. Und dann, ja, dann sehen wir schon, was ihr was gemacht wird. Also, ja. Ich mache jetzt mit Agumon. Agumon. Agumon? Ist ja. Das nicht dieser komische Dinosaurier? Wow, bist du schnell checken, da? Nein. So, Rex, was ist die Wurzel aus? 2. Du, ich bin noch nicht so weit. Tja, Subklasse. Sei endlich ruhig, ich soll nicht alles wissen. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich meine, du bist voll männlich so, du gehst inzwischen auf die Universität natürlich. Das weiß doch jedes Kind, dass der große Rex inzwischen aufs Universum geht. Was? Gott, ich sollte einfach nur meinen Mund halten. Das genau, das ist es. Lass das Spiel reden, mehr nicht. Oh. Das ist langweilig. Meine dummen Bemerkungen müssen doch dabei sein. Deine dummen Bemerkungen, immer müssen die dabei sein. Dann, und wie endet's? In einer Prügel. Was soll das denn wieder bedeuten? Das war doch nur 23 Mal so von 24,5. So, wir sind digitiert War Bro. Sag ich doch. Wie kannst du dir das alles so merken, mein Gott? Ich verkack's bei Oso, ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Das kommt alles nur davon, was mir heute widerfahren ist. Es tut mir so leid. Ich war beim. Soll ich jetzt deinen Zuschauern beichten? Beichte es, komm. Lass es raus. Ich wollte beim Haare schneiden. Dum, dum, dum. Nein, nein. Tu uns das doch nicht an. Doch ist es zu spät. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Mein Gott, meine Haare sind zu kurz geraten. Ich will, warte. Schmerzensgeld. Das ist es. Für die ganze Qualen, die ich jetzt durchleben muss. Von wem denn? Nicht wirklich. Tja, und, Ich mach mal ein bisschen mit langweilig, deswegen schieße ich ein paar Bälle ab. Put the rest up in the air. Warum soll ich nicht in einem Let's Play? Put your Klasse. Rest up in the air. Es sind Kinder anwesend. Und Kinder werden diesen Let's Play auch gucken. Ich liebe Oso. Oso for the win. Okay. Ja. Wir werden mal schauen. Wir möchten nämlich aufnehmen. Minecraft. Sag mal, Rex. Ja. Das weiß ich. Ich bin mir schon fast sicher, was du nicht über das Spiel gesagt hast, dass du unter Let's Plays. Welches Genre? Also, wie spricht man das aus? Genre, oder? Also, keine Ahnung. Battle, nämlich. Genre. Ach, was weiß ich. Weil wer hast du es eigentlich genannt? Es ist kein Jump'n'Run, das verrate ich dir jetzt schon. Ja, das weiß ich schon. Es ist ein Kampfspiel, würde ich sagen. Kein RPG. RPG, wow, das was? Ist ja alles. Kein RPG. So erledigt. Aber ein kleiner Elektroschocker, der reicht dir aus, oder? Das ist doch Jump'n'Run. Ich hab keine Ahnung. Tja, also los. Maxi, ich werde jetzt Ose, damit ich deine Zuschauer richtig nerven kann. Das tue ich nämlich immer so gerne. Hey, ich könnte den RPG Maker benutzen. Yes, success. Ja, und seit lange nimmt endlich mal wieder Rex etwas auf, weil er keinen Stoff mehr hat. Du, halt endlich mal die Köpfe! Stoff! Du, was geht dich an, wie ich in der Schule bin und was ich da machen muss alles? Das geht mich nichts an, ich weiß es eben schon.
Tja, ich weiß alles. Doch, wir weichen dem Ding ganz lässig aus. Und gib dir gleich lässig, Mann. Yo, man. Oh, scheiße, er kann aber nicht so falsch nennen. Hallo? Also, das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein, ne? Also, was tust du denn nur diesen deinen Zuschauern an, dass sie deine Stimme die ganze Zeit ertragen müssen? Ach, was tust du deinen an? Ich weiß es nicht. Scheiße. Tut mir so leid. Hab mich echt erwischt. Tut mir so leid. Scheiße, nicht! Sag mal, Rex, freust du dich schon auf das RPG? Ja, ich bin gespannt. Ich mag halt so Kopfnüsse, so welche, die will mich umbringen. Wirklich. Gott, ist das dunkel, ich seh nichts mehr. Wir rennen gegen einen Baum, oder wohin renne ich gerade? Keine Ahnung. Jetzt habe ich die perfekte Story für das RPG. Was läuft hier? Hä? Der Ingame-Sound, ich hoffe, der ist laut genug, damit ihr ihn versteht. Rex. Das willst du nicht sagen, dass du den Ingame-Sound so aufnimmst, indem du die Boxen so laut aufdrehst, damit sie durch das Mikrofon erkannt werden. Nein, so nicht. Es hat kurz geleckt bei mir gerade. Ich habe bei meinem Headset irgend so komische Hintergrundgeräusche. Das bin bloß. Sarsch, das sitzt hier noch von dem Chibaker, das ist gruselig. Ach, das ist meine Schwester. Das ist ich übe derzeit ein bisschen Super Meat Boy. Ach, mein Xbox Controller ist nicht da. Leute, ich werde. Bitte Rex, rede ein wenig deutlicher, während ich kurz weg bin. Tüdelü. Wer macht die Pipi-Box? Wieso muss ich deutlich reden? Ich rede deutlich. In der Schule habe ich eine 5 in Deutsch. Ist das nicht gut genug für Reden? Und überhaupt, es stimmt doch. Man kann in Deutsch super schlafen. Das war meine Antwort auf die letzte Frage von Deutsch. Was lernt ihr in Deutsch, war die Frage. Ich habe gesagt, das ist kein Lernstunde, das ist eine Schlafstunde. Und die hat sogar gesagt, das stimmt. Ich habe mich gewundert. Aha. Aha. Ich glaube, wir spielen Basketball. 1:0 für... Ich warte hier, bis das Ding kommt. Au! So, wieder zurück. Die haben meinen Xbox Controller versteckt, meine Geschwister, weil sie Angst haben, dass ich wieder Super Meat Boy spiele und dann komplett ausraste. Oh mein Gott, nein, nicht senden. So. Warum schmiert man heute alles ab auf meinem PC? Ich meine, Skype ist ja vorhin zweimal abgecast und jetzt auch noch Super Meat Boy. Ja, bei Super Meat Boy macht es mir jetzt nicht viel aus, aber. Ich muss ja üben, das soll ja ein Reboot werden. Reboot? Oh mein Gott, der Stecker passt nicht! Du bist immer noch schlechterin. Sag mal, Rex, ich werde jetzt erstmal das Stimmveränderungsprogramm mal kurz nochmal anpfeifern, aber ich bezweifle, dass es funktioniert. Sag mir einfach, ob es geht oder nicht. Das höre ich. Ihr müsst es auch sagen, sagt es dann, Kapito. Funktioniert! Ah! Ein Alien! Jetzt funktioniert! Scheiße! Okay. Ich dachte, ich müsste das Headset nochmal aus- und anstecken. Oh mein Gott, da ist ein Screenshot. Wow, interesting! YouTube-Kanal von Rex. Ja, ich muss sagen, dass dieser Elefant wirklich immer noch unnötig ist und total hässlich ist mit diesem Kackweißen. Den sieht man nicht. Das ist halt mal die Klappe. Und wie man den sieht. Scroll doch mal raus, indem du Steuerung drückst und dann mit dem Mausrad nach außen fährst. Dann siehst du es. Sei endlich ruhig. Ich meine, für die Leute, die dessen Bildschirm eine höhere Auflösung hat als deiner, die würden sagen, boah, ist das hässlich. Sei bitte ruhig, einfach nur die Klappe halten. Mehr will ich nicht von dir. Ja, ist dafür, dass ich ruhig bin.
bitte ich, Thumb nach oben kommen. A Gamepad isn't required. Required. Ich hab eine Idee. Oh mein Gott, ist das Spiel laut! Ah. Hey, hör mal zu. Mage, okay, ich hab eine Idee. Mit Master und Imp könnten wir. Das, damit ist es auch, damit ihr alles wisst, damit ich das die Idee gehabt habe. Du. Ja? Also Silvester ist ja bald. Du und die 10. Habt ihr das gehört? Oh, der war gut, der war gut. Damit wir ein Silvester-Special machen vielleicht. Silvester-Special? Weihnachts-Special verstehe ich noch, aber Silvester. Silvester-Special. Silvester. Naja, Neujahre, ja, zum Neujahr. Was sagt mir, dass ich ablos bei Imp, Mon? Ich hasse es, Mami. Ach, verdammt, wir sind, Mon. Ich bring dich um, ey. Soll ich dich etwa umbringen? Ich hasse Imp, Mon. Hallo, hast du was gegen Imp, Mon? Ich weiß, Imp, Mon ist mein Lieblingstiger, also ich sollte nicht dazu sein. Sei jetzt endlich ruhig mit deinen verdammten Attacken. Und das soll mich mal eigentlich im Monster feige Sau. Ich hab lange nicht mehr. Weißt schon, dass ich mach mir nicht wütend. Ich bin unterstehlich, wenn ich wütend bin. Mein Ach, Gott, The Forest! Ich hasse super mich weinen. Einmal weinen. Kalumon! Rette mich! Warum habe ich das zu meinem Let's Play gemacht? Boah, ich hatte mir wirklich weil du kein besseres Ding hattest. Mal nachdenken, was ich getan habe. Aber das Spiel ist eigentlich an sich nicht schwer und es macht ja eigentlich Spaß. Ich meine, ein richtiger Spaß auch dabei, Super Meat Boy, ist das Aufregen. Das ist wirklich cool. Ich weiß, das hört sich komisch an, ist aber so. Es hört sich komisch an. Und ich glaube, das wird sich jetzt... Ah, scheiße! Tja, und wenn du bei einem Let's Battle verlierst, wirst du es, da wirst du auch den Spaß von Super Meat Boy kennenlernen. Boah. Was wenn mir sich abluse für Impmon? Ich würde es zu gerne sehen. Ich habe einmal schon abgelost bei Impmon und ich habe in meinem Leben früher noch nie gegen Impmon verloren. Mein Gott, boah. Ja, weißt du was, Rex? Du kennst ja bestimmt noch meinen Cousin Simon the Player, oder? Simon? Yep. Der nervige... Der schaut sich da meine Super Meat Boy Let's Plays aus und lacht sich darüber über mich kaputt, dass ich da, weil ich ihn normalerweise im Nebenspiel fertig mache, nur in diesen kacke ich dauernd ab. Das ist erniedrigend. Oh, wir haben verloren. Gegen Impfon. Weißt du was? Wir machen dort aber weiter, denn ich bin nicht dumm. Wir kämpfen jetzt gegen Warmon. Ist mir lieber. Einmal in Flammen. Oh. Gott, bei Super Meat Boy denkst du nicht nach, du handelst nur. Mein Gott, kannst du da mit? Ich spiele Super Meat Boy und kann währenddessen trotzdem noch reden und quatschen, was ich will. Ich rede sogar Hochdeutsch. Cool. Cool. Ich rede nie Hochdeutsch. Das ist doch cool. Nein. Hochdeutsch for the win! Nicht wirklich. Hochdeutsch für die Loser! Habt ihr das gehört? Ketzer! Er verstößt gegen unsere Religion! Kameraden! Ich rede über Bayern. Aber ich muss sagen, eigentlich Hochdeutsch, ja, ist schon irgendwie eine coole Sprache. Aber ich kann es einfach nicht sprechen, das ist es. Unsere alte Lehrerin hat Hochdeutsch immer gesprochen. Unser Sportlehrer ebenfalls. Und der ist einfach, die sind einfach alle so cool, wo Hochdeutschen. Ich wundere mich, dass ich das jetzt sage. Aber irgendwie finde ich so hochdeutsche Lehrer viel cooler. Rex, hättest du meinen Mathelehrer? Boah, Mathe würdest du sofort verstehen oder du würdest von der Schule fliegen. Zumindest durchfallen. Bei ihm kommen die Vierer und Fünfer nicht weiter. Das ist so. Muss dein Brüderchen jetzt reden? Michael. Man kann dich ganz zufälligerweise verstehen. Ha,
Er ist in einem Let's Play dabei. Und zwar vom Rex. Okay. Ich bin nicht witzig, ich weiß. Ich war noch nie witzig, ich werde niemals witzig sein. Bist du nie gewesen? Warst du nie? Hey, ich habe die erste gehabt. Ich geb dir gleich. Mann, warum hasse ich nur... ich hasse... Ja, okay. Meatball ist schon ein cooles Spiel, muss man sagen. Aber ich kann's. Du musst Respekt vor jedem Spiel haben. Es stimmt. Man muss vor jedem Spiel Respekt haben. Vor jedem. Sag ich dir. Gebt dein Respekt. Hast du nicht Shadow gesehen? Er hat Mirror's Edge voll am Anfang hat er gehasst. Weil immer ja, das... Jetzt hab ich schon... Weil immer Mädchen, in Anführungszeichen Faith, ihm nicht gehorcht ist. Und ich werde ablösen, bitte. Also, es ist nur ab. Das. Ich habe abgelust, wehe. Boah, nicht ja, abgelust! Nicht oh, nein! Scheiße, meine Maus ist drunter gefallen. Aber ich brauch sie in dem Spiel. Ich geb dir gleich Maus, Alter. Du hast bitte. Wartet mal, Leute. Ich glaube, wir machen eine kleine Pause kurz. Ich komme gleich wieder. Bye.